So, einen wunderschönen guten Tag. 11:46 Uhr. Wir feiern heute den 7. Februar 2018. Mahlzeit. Noriko, sag mal Hallo. Seid gegrüßt. Auch gut. Seid gegrüßt, sagt er. So, wir sind, wie ihr seht, ich habe noch die falsche Mauseinstellung. Warte mal eben kurz. Ah, es geht ja schon wieder gut los. Ja, ich habe nämlich gerade noch eine Folge von Ab aufs Feld aufgenommen. Ja, Farming Simulator 2017. Das war eine Katastrophenfolge. Also die kam, wir haben, warte mal, Montag glaube ich. Wir haben, also wo die Folge jetzt veröffentlicht wird, ist, ja, kommt mal hier, Valentinstag, hey, 12. Genau, diese Folge kommt am 12. Februar 2018 raus. Und einen Tag davor kam, oder kommt, käme, kam. Irgendwie so. Die Folge von Farming Simulator raus, die ich gerade eben aufgenommen habe. Und das ist eine Katastrophenfolge. Alter Schwede. Aber hey, ich habe es immerhin geschafft. So, Grenze von Eschental zum Brachland. Wir sind hier wieder auf den Rising God Server übrigens. Sämtliche Informationen. Ich kriege dafür kein Geld. Aber sämtliche Informationen, Links und hast du nicht gesehen, alles in der Beschreibung. Wenn ihr Bock drauf habt, ihr wisst Bescheid. Gut, so, wir wollen jetzt hier durch. Es wird allerdings schwierig, weil wir nämlich hier 40er Hordler haben und die sind uns nicht wohlgesinnt. Deswegen müssen wir mal gucken, dass wir hier irgendwie außenrum kommen. Ich habe übrigens auch, während ihr nicht dabei wart, ich komme hier nicht rauf. Ich komme hier rauf. Ich komme hier nicht rauf. Also während ihr nicht dabei wart, gibt es hier nicht irgendwie noch einen anderen Weg da rein oder so? Das ist ja furchtbar. So, kurz die Beschreibung lesen. Also, ich habe einige Quests abgegeben und einige Quests auch abgebrochen. War ich in der Zwischenzeit mal beim Lehrer? Das kann sein. Ja, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Okay. Folgt der Straße in südöstlicher Richtung durch das Eschental. Dann gelangt ihr irgendwann ins Brachland. Seid auf der Hut, Luriko. Krieger der Horde streifen durch das Land. Im Hafen werdet ihr jedoch sicher sein. Ja, wahnsinnig witzig. Wie soll ich denn da rüberkommen? Vielleicht hier so an der Grenze. Okay, alles klar. Mögen wir uns auf die. Nein, hier geht's nicht. Ich wollte gerade sagen, mögen wir uns darauf einstellen, jetzt regelmäßig abzukratzen. Vielleicht geht's hier irgendwie von der anderen Seite aus. Weil ich will da echt nicht durchlaufen. Und ich glaube, hier ist ein Weg. Verdammt, hier ist ein Weg. Ich fasse es nicht. Lieber Hodler, ihr müsst hier echt mal die Tour. Also, das ist ja cool. Okay, wir sind im Brachland. Ja, die haben das Tor nicht geschlossen. Also, was heißt das Tor nicht geschlossen? Da ist ein Loch, eine Lücke. Da kommt jeder Allianzler da dran vorbei und so. Und hast du nicht gesehen. Oh, Level 1 Mog. Okay, also streifen wir jetzt durch das Brachland. Herrlich. Sieht natürlich ganz anders aus als im Eschental. Ja, hier ist alles andere als saftig und grün. Hier ist alles ja, ausgedorrt und trocken, trostlos und so weiter und so fort. Wir können hier auch gleich mal wegen Lederverarbeitung gucken. Mal sehen, was die hier. Ich glaube, die droppen. Ich glaube, die droppen nur leichtes Leder. Nehme ich mal stark an. Was habe ich denn noch so in den Taschen drin? Ja, leichtes Leder, ja. Ach, guck mal, das könnte ich ja sowieso noch zum mittleren Leder umfunktionieren, wollte ich gerade sagen. Schleiße hier machen. Das knallt mir doch hier regelrecht in die Ohren. Das ist auch nicht so gut. So, wieder aufsetzen. Also, wir könnten jetzt hier natürlich echt jeden Mob mitnehmen, der uns hier entgegenkommt. Aber, also, ne, hier kommt man sieht es auf der Karte, das sind alles Wildtiere. Wirklich alles, nur Wildtiere. Aber, Freunde, ganz ehrlich, das würde hier auch viel zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Deswegen laufen wir hier einfach nur jetzt stumpf runter, haben übrigens auch Post gekriegt von Vora. Vora ist eine kleine Gnomdame, Schurken, die Alchemistin ist.
Und netterweise hat sie uns, ich hoffe zumindest, die richtigen, das richtige Getränk oder die richtigen Tränke uns geschickt, weil wir nämlich der schwachen Beweglichkeit, ja. Also ich weiß, dass es ein grüner Trank war, aber ich weiß nicht, ob das der richtige Trank ist. Weil hier die Hände, die wären natürlich schon ziemlich geil, wenn wir die hätten. Oh, wir müssen hier ein Stück nach links. Hortler, Hilfe. Hortler und so, ne? Gab's hier eigentlich da? Durota, Wegekreuz, Mulgore, Eschental. Durota. Ja, das ist aber. Müssen noch. Das ist noch zu hoch. Wir müssen noch weiter runter. Wir müssen hier so durch. Okay, ich bin hier auch wirklich als Allianzler noch nie durchgeritten. Ja, also. Ich meine, wenn man hier als Hortler durch die Gegend rennt, ist es okay, weil, ne, man weiß ja Bescheid. Brachland ist ja Hortlergebiet, sozusagen. Es ist Hortlergebiet, braucht man nicht sozusagen sagen. Aber trotzdem jetzt so, ne, als Allianzler hier auch das erste Mal durchzustreifen, da habe ich schon ein bisschen Schiss, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber auch nur ein ganz kleines bisschen. Das Mikrofon mal ein bisschen höher stellen. Ich wirke auf den Ausschlägen hier ein bisschen zu leise, aber es geht noch einigermaßen. Vielleicht müsste ich einfach mehr ins Mikrofon schreien, aber es käme auch nicht gut, weil dann knallt es bei euch in den Kopfhörern oder in den Boxen. Das ist natürlich auch nicht so geil. Ach, was weiß ich. Ich versuche jetzt quasi nur die Zeit totzuschlagen. Oh, noch ein Hortler. Oh. Tarban Kornbäcker. In Begleitung mit. Da ist ein 40er. Gut, wir hauen ab. Nee, aber hier, guck mal. Das ist schon die Straße. Das weiß ich ganz genau. Das hier ist die Straße nach Ratchet runter. Und dann sind wir auch fast in der Nähe eines. Oder dann sind wir auch schon fast an einem Briefkasten dran. Weil ich weiß nämlich ganz genau, dass es in Ratchet auch einen Briefkasten gibt. Und zudem auch noch eine Bank. Man möge es nicht glauben, aber die Goblins, die lieben netten Goblins, die man hier auf dieser, in dieser Version oder auf diesem Patch, auf dieser Version, wir sind bei drei irgendwas, glaube ich, oder vier, weiß ich jetzt nicht ganz genau, kann man die Goblins noch nicht spielen, geschweige denn, es gibt auch keine Bandaren. Also, ne, Lich King und so, da gab es ja bis jetzt nur die Worgen, gibt es ja auch noch. Glaub, nee, die Worgen gibt's auch nicht. Quatsch, was erzähle ich denn da? Es gibt noch nicht mal Worgen. By the way, meine Lieblingsklassen, Rassen, Klassen- und Rassenmischung, sag ich mal so, ist für mich der Worg-Druide. Das ist der absolute Bullshit of the World of Warcraft, weil der nämlich A. das Reiten regelrecht in den Arsch geschoben kriegt und somit B dann auch das Fliegen viel günstiger ist. Also finde ich. Naja, er kriegt das Reiten oder das Reiten an sich, er benutzt ja sich selbst sozusagen als Reittier. Ja, er braucht sich nur auf die auf alle Vieren zu. Also auf die Vorderfüße zu stellen, also ne, so vorgebeugt, dass er dann eben halt wirklich schnell läuft und so. Und Druide an sich, der kann dann ja auch als Falke oder als. Ist das ein Falke? Ist das eine Eule? Falke? Als Vogel jedenfalls. Kann er dann ja auch noch Zeit fliegen. ist Geld. Und das ist dann der absolute Knaller. So, ihr habt es gesehen. Flugpunkt habe ich geholt. Brachlandhafen, Quest abgegeben. Nächste angenommen. Nimmt ein Schiff nach Beutebucht und sprecht dort mit. Ka Karawanenführer Rotzgott. Mal gucken, da geht es ja direkt nach Beutebucht über. Das ist praktisch. Ja, doch, es ist durchaus praktisch. Weil nämlich doch hier auch schon echt einige Hortler eben halt noch stehen. Und ich weiß nicht, wie die auf mich reagieren. Also gut, okay, hier sind sie gelb, das ist okay, ist neutral. Dann können wir mal kurz eben hier den des Treublut-Elixiers. Ach, Wora, herzlichen Dank, aber es ist der falsche Elixier. Das ist das falsche Elixier. Ach, shit, wir brauchen die schwache Beweglichkeit.
Aber trotzdem, danke, Wora, danke allein schon auch für das, was hat sie uns jetzt noch in die Hand gedrückt? Für den leichten Balg. Trotzdem, danke, 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 aber das war jetzt hier echt voll für die Katz. Schade drum. Okay. Zeit ist Geld. So, nehmt ein Schiff nach Kommt bald Beutebuch. wieder. Das Schiff, also das eine Schiff, das war gerade hier, ist jetzt weg. Müssen also warten, bis das nächste da ist. Und bis es da ist, sehen wir uns quasi gleich wieder, weil ich mache hier einen kurzen Überblender sozusagen. Genau. Gut, fein, das Schiff ist da. Mahlzeit. Und wir können dann auch direkt. Ah, warte mal, was haben wir? Achso, wir haben hier oben ein Wildtier. Juwel, die launische Minna. Okay. Können auch direkt die nächste Überblendung starten, weil nämlich das Schiff hier gleich losfahren wird und Ladebalken kommt und deswegen sehen wir uns dann also quasi nochmal gleich wieder. So, dann mal willkommen in Beutebucht. Yay. Werde mal ein schickes Foto machen hier. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay. Neues Gebiet direkt aus dem Brachland in das schöne Beutebucht. Wir sind im südlichen Schlingdorntal. Machen wir kurz hier das, genau, hier die Karte auf. Hier unten ist Beutebucht. Das ist das Schlingdorntal. Ach, guck mal hier, genau. Hier wurde noch gar nicht gedingens hier getrennt von nördliches auf südliches Schlingdorntal. Das ist das allgemeine Schlingdorntal. Auch nicht schlecht. Finde ich gut. Was liegt an? Das hier ist auch eine neutrale Zone, also ja, Hordler wie auch Allianzler verstehen sich hier nicht unbedingt gut, aber sie akzeptieren sich. Ja, mehr oder weniger. Sprecht in Dunkelhain mit Amtmann Daltri in Dunkelhain. Bleibt gut drauf. Warum soll ich jetzt nach Dunkelhain? Bist du bekloppt? Dunkelhain ist hier. Alter, dann müssen wir. Hier ist das Schlingendorntal. Wir müssen von hier hochreiten. Und dann in den Dämmerwald. Und dann hier ist der Durchgang. Schlingendorntal und Dämmerwald. Und dann hier noch hoch. Also dann ist der Weg zum Beispiel von Sturmwind, glaube ich, aus. Ist kürzer, als wenn wir jetzt hier durch Schlingendorntal reiten würden, müssten, sollten. Welches Level hatten das? Eschental. Naja gut, ist Eschental? Was rede ich denn hier von Eschental? Bin ich bekloppt? Doch, Eschental. Gnomeregan ist auch noch offen. Oh, müssen wir da echt hin? Ist ja voll bekloppt. Aber ich würde hier gerne noch ein bisschen weiter questen. Also, ne? So Schlingdorntal und so. Oder zumindest halt den Flugpunkt mitnehmen. Das wäre auch ganz nice. Muss ich nur gucken, wie kommen wir zum Flugpunkt? Ich glaube, wir müssen hier hin, in die Taverne rein. So. Und dann hier. Hier hoch. Dann hier. Also hier nicht die Treppe rauf, weil hier kommt dann nämlich, wenn man hier rechts, links runter geht. Sieht man hier, Gringa Totenkopf, das ist der Flugmeister für die Hordler, aber wir wollen auf die andere Seite. Deswegen müssen wir nämlich hier nach links abbiegen. Dann nochmal nach links. Hier rüber. Und jetzt ist er über uns, das heißt hier rein, hier die Treppe hoch. Und da haben wir ihn schon. Gil. Gil Hofarim. Ja, fein. Kriegen wir hier geht's? von hier aus vielleicht einen Seid Flugpunkt auf der nach. Hut. Nein, ihr kennt keinen per Flug erreichbaren Ort, der mit diesem verbunden ist. Dann, dann, dann. Scheiße. Okay, also pass auf. Die Quest, die wir angenommen haben, Karawanstraße, ist direkt aus dem Eschental. Und ich hatte eigentlich. Was heißt eigentlich? Ich habe mir das nicht überlegt, aber ich finde schon irgendwie ganz lustig, eben halt dann auch wirklich Quest für Quest dann auch so fortzufahren. Sprich,
Karawanenstraße nach Eschental, beziehungsweise nach Eschental, bin ich bekloppt, nach Dämmerwald, dort die Quest abgeben und dann in diesem Low-Level-Bereich noch weiter questen. Das ist eigentlich total besch... Oder, nee, ist es Low-Level? Nee, ich glaube nicht. Also Wald von Erwin, Elwin, das ist ja hier Startgebiet der Menschen. Dann geht es ja immer nach Westphal, das müsste dann Stufe 15 bis irgendwas sein. Kann man das auch so gucken? Nee, geht nicht, okay. Also, wo waren wir jetzt? Hier. Wald von Elwin. Stadtgebiet der Menschen. Ich weiß, dass man von der Questreihe her, wenn man die Quests wirklich echt einen nach dem anderen abschließt, man zuerst nach Westfall kommt und dann nach rechts ins Rotkramgebirge. Da läuft man dann wahrscheinlich mit irgendwas in die 20 rum. Und wenn man da soweit fertig ist, kommt man nach unten in den Dämmerwald. Und das ist dann so um die 30 rum. Wir sind 31. Also sprich, wir könnten auch dann nach Dämmerwald reisen und dort dann weiter questen, weil dann wohl, da war jetzt nichts. Weil es da wohl dann auch direkt weitergehen kann, denn die Quests sind wohl auch dann in unserem Levelbereich. Dann machen wir das einfach mal. Aber auf den etwas leichteren Weg, nämlich direkt von Astranar. Also Astranar war ja dann wieder hier nochmal auf Kalimdor, Dunkelküste Eschental. Astranar ist ja hier. Das heißt, von Astranar dann zurück nach Oberdin fliegen. Von da aus nehmen wir das Schiff nach Sturmwind. Ne? Also quasi hierhin. Hier Sturmwind. Und reiten dann von Sturmwind aus hier runter nach Dämmerwald, weil wir nämlich, glaube ich, auch keinen direkten Flugpunkt dort kriegen. Es ist auf jeden Fall echt wirklich kürzer, als wenn ich mich jetzt hier durchprügel. Ja, das mache ich so. Ich mache es im Offline-Modus und ich mache es so. Sturmwind und dann so weiter und so fort. Ne? Also nochmal von vorne. So. Sturmwind, Wald von Elwin. Hier ist übrigens ein Fluss, den werden wir wohl einfach überqueren. Oder den werde ich überqueren. Hier ist der Fluss, genau. Hier ist dann irgendwo. Hier ist der Übergang von Rotkramgebirge zum Dämmerwald. Und dann sind wir. Dann wären wir auch schon da. Ja, ich mache das jetzt so. Punkt, fertig, aus. Okay, also. Das war hier eine kleine Reisefolge für heute. Übermorgen kommt dann die nächste Folge und da sehen wir uns dann im Dämmerwald wieder. Bis dahin, Dankeschön fürs Zugucken für diese Folge und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's besser. Ciao. Ach ja, übrigens, Loriko, bitteschön, du hast das letzte Wort. Alles Gute.